Heute bekommst du mal 4 Tipps mit an die Hand, die dein Einkaufen erleichtern werden. Punkt Nummer 1. Wenn du beim Einkaufen bist, du kommst ja meistens immer in den Supermarkt rein und die erste Abteilung, da wird es ja erstmal schön bunt. Das heißt, du bist in der Regel in der Gemüse- und Obstabteilung. Und wenn du jemand bist, der da so schnell es geht da durchläuft und sagt, brauche ich eh nicht, weil Obst ist sowieso schlecht und Gemüse schmeckt mir eh nicht, schnell durch die Abteilung und weiter zu den nächsten schönen Sachen, die mir besser schmecken, dann ist da schon mal das erste Problem. Wenn du dich nicht mit der Thematik beschäftigst und dir nicht mal sowas auch besorgst, das heißt Obst und Gemüse, dann hat deine Ernährung von Haus aus schon eine Riesenlücke. Weil du kannst nicht erwarten, ohne diese Lebensmittel ein gesundes Leben zu führen. Das passt einfach nicht. Das wird nicht funktionieren. Und wenn du diese Abteilung immer so schnell es geht verlässt, dann fehlt das am Ende im Einkaufswagen und du wirst sicher nicht irgendwann dann denken, ach, da habe ich was vergessen und läufst nochmal alles zurück und befindest dich dann wieder in der Gemüse- und Obstabteilung und machst dann nochmal den Einkaufswagen voll. Das wird nicht passieren. Wenn du da einmal durch bist, dann bist du durch. Also, schau dich da mal um, weil du hast ja schon häufiger gehört, Obst ist nicht böse. Also, du darfst auch Obst kaufen und du darfst es dann sogar essen. Das ist super, schmeckt sogar gut, ist gesund, überhaupt kein Problem, auch für dich als Typ 2 Diabetiker und Gemüse natürlich auch. Was du machen kannst, wenn du nicht so der Schnippler bist und nicht Zeit hast, es ewig vorzubereiten oder aufzuwärmen, zu kochen, dann schau einfach, dass du mehr Fokus auf Rohkost hast und dann wähl auch das Gemüse aus, was wenig Aufwand braucht. Also, wo man nicht ewig rumschnippeln muss, sondern was man im besten Fall einfach nur kurz abwäscht, vielleicht einmal in der Mitte auseinanderschneidet, dass es mundgerecht ist, ja, dass die Portionen nicht so groß sind. Und dann ab dafür, dann passt es auch. Hauptsache mehr Gemüse auf dem Teller, weil mehr Gemüse auf dem Teller heißt grundsätzlich weniger Sachen, die nicht so förderlich für deinen Zustand sind. Weil mehr Gemüse nimmt ja auch Platz ein, was andererseits dann nicht zur Verfügung steht. Dann ist der Teller schon mal mehr voll mit Sachen, die gut für dich sind. Und vor allem Gemüse nicht nur gesund und nährstoffreich, sondern hat das Ganze ja sehr, sehr wenig Kalorien. Also wenn du das Ziel hast, Gewicht zu verlieren, dann musst du mehr Gemüse essen, du darfst mehr Gemüse essen, so hört sich ein bisschen besser an, weil dann verlierst du einfach Gewicht, weil du hast mehr Volumen, weniger Kalorien und nimmst dadurch ganz einfach ab, ohne dass du hungern musst. Also geh nicht immer durch die Gemüseabteilung und Obstabteilung durch und denk dir, das brauche ich nicht, will ich nicht, schmeckt nicht, ist eh nicht gut für mich. Das zweite ist Vollkornprodukte. Ich bin ein Fan von Vollkornprodukten, weil das ist eine super Sache, das sind super Lebensmittel. Das gehört auch zu einer gesunden Ernährung mit dazu, aber nicht alles, weil nicht alles, wo Vollkorn draufsteht, ganz groß, ist auch genau das drin, was wir eigentlich haben wollen. Und viele gehen dann einfach durch den Supermarkt und denken sich, ach, da ist Vollkorn, das ist super und das ist Vollkorn und da habe ich ja Vollkornbrötchen und Vollkornnudeln und alles wunderbar. Die Welt ist in Ordnung, ich mache alles richtig. Nein, machst du nicht, weil das meiste davon wird zwar als Vollkorn deklariert, gute Marketingstrategie, aber was da im Eigentlichen drin ist, ist wieder was ganz was anderes. Da ist vielleicht ein Anteil an Vollkorn drin, aber der Großteil davon hat mit Vollkorn nichts zu tun. Also Vollkornprodukte ja, aber man muss auch hier aufpassen, ist das wirklich Vollkorn oder einfach nur gut vermarktet? Und wenn du halt immer nur auf die gut vermarkteten Produkte zurückgreifst, die nichts damit zu tun haben, da hast du nichts gewonnen. Da kannst du genauso gut dein Weizenbrötchen essen oder dein Toastbrot oder deine weißen Nudeln. Das macht dann am Ende des Tages nicht viel Unterschied. Also bei den Vollkornprodukten aufpassen, ist das wirklich Vollkorn? Dann Punkt Nummer 3, Fettanteil im Auge behalten. Sei es bei verarbeiteten Produkten, auch bei unverarbeiteten Produkten ist vollkommen egal. Du solltest immer darauf achten, dass du möglichst wenig Fett in den Lebensmitteln hast. Bei verpackten Sachen steht das eh immer schön mit hinten drauf. Da kann man ja einmal kurz umdrehen und einmal schauen. Da geht die Welt nicht unter, das dauert auch nicht allzu lange. Aber du solltest halt schauen, wenn dein Ziel ist, Gewicht zu verlieren, dass du möglichst wenig Fett auch konsumierst. Weil du wirst es eh nicht komplett vermeiden können. Wir wollen auch gar nicht null Fett essen. Wir brauchen ja auch Fett. Aber wir wollen es nicht noch aktiv übertrieben viel essen, wenn wir auch die Alternative hätten, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht mager, da ist weniger Fett drin. Weil Fett bringt auch immer viel Kalorien mit sich und Kalorien sind am Ende entscheidend. Geht es mit dem Gewicht nach oben, bleibt es gleich, geht es nach unten. Und wenn wir halt viel Kalorien in Form von Fett essen, das uns vielleicht nicht viel bringt, weil es einfach zu viel ist, weil wir gar nicht so viel bräuchten und diese Kalorien werden immer mehr und mehr, wo soll man es denn dann noch einsparen? Oder willst du die Kalorien durch Spazieren gehen, Sport verbrennen? Hast du so viel Zeit, vielleicht mehrere Stunden am Tag, dass du das jedes Mal wieder abtrainierst? Mach mal nicht. Also immer schauen, Kaloriendefizit in erster Linie durch die Ernährung. Fett bringt viel Kalorien mit. Wir brauchen nicht so viel Fett, ja, wie es oft immer heißt. Fett ist gesund, aber es muss nicht zu viel sein. Also achte da immer drauf, dass du nicht zu viel Fett in der Ernährung hast. Und Punkt Nummer 4, irgendwann kommst du mal zur Tiefkühlabteilung. Und auch hier nutzt das Ganze, weil viele gehen da einfach durch und denken sich, das ist ja gefroren, das ist eh schon tot, da finde ich eh nichts mehr Richtiges, das hat ja gar nichts mehr mit Lebensmitteln zu tun. Oder man geht durch und denkt sich, ach ja, da bekomme ich meine Tiefkühlpizza und meine Pommes und mein Eis, ja, das wird dann mitgenommen. Nutzt die Tiefkühlsachen, weil vor allem Tiefkühlgemüse, Tiefkühlbeeren. Es gibt auch mittlerweile schon sehr, sehr gute Fertiggerichte für
für diejenigen unter euch, vielleicht gehörst du auch dazu, die sagen, na, Zeit habe ich eigentlich nicht. Einmal muss es abends immer schnell gehen, ich komme nach Hause und dann kann ich mich da nicht nur eine halbe Stunde, Stunde in die Küche stellen. Dann sind solche Sachen ideal für dich. Die sind zum Teil so gut kombiniert und zusammengestellt, ohne irgendwelchen Schnickschnack oder irgendwelche Sachen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, sondern da ist einfach das drin, was wir brauchen, was dem Körper gut tut. Und dann geht es. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann kannst du zu Hause noch je nach Geschmack noch ein bisschen Kräuter, Gewürze dran machen und dann ist es fertig. Einfacher kannst du nicht essen. Und das sind halt Tiefkühlprodukte ideal, wenn du eh nicht so der begeisterte Koch bist oder keine Zeit hast, keine Lust hast, was auch immer, dann ist das optimal. Du musst nicht immer frisch kochen, um dich gesund zu ernähren. Und diese Tiefkühlprodukte ergänzen einfach eine an sich gesunde Ernährung, machen das Ganze auch wesentlich einfacher und praktikabler, das Ganze in den Alltag zu integrieren. So, das waren jetzt mal 4 Tipps, auf was du beim Einkaufen achten solltest. Da gibt es natürlich wesentlich mehr. Ja, ich kann jetzt hier nicht die ganze Litanei an Sachen hier aufzählen, weil dann dauert das ja auch zu lange. Aber das waren mal ein paar so kleine Sachen, die du beherzigen darfst, jedes Mal beim Einkaufen, dass du einfach schon mal wesentlich bessere Entscheidungen für dich und deine Gesundheit triffst. Wenn du mehr über sowas erfahren möchtest, wenn du konkretere Tipps auch für dich brauchst, auch beim Einkaufen oder auch im Restaurant, wenn du unterwegs bist, im Urlaub bist oder generell für deinen ganz normalen Alltag, dann können wir auch mal schauen, wie wir dir da helfen können, das Ganze auch mehr nochmal speziell an dich anpassen können. Schau einfach mal auf unsere Website www.peterseidel.com und trag dich da doch mal ein für das kostenlose Erstgespräch. Dann können wir uns da mal persönlich unterhalten und schaue ich mir deine Situation an, weil ich muss dich ja erst kennenlernen, bevor ich dir persönlich irgendwas an die Hand geben kann, weil alles andere wäre Glückstreffer und wir wollen uns ja hier nicht aufs Glück verlassen, wenn es um die Gesundheit geht, sondern wir wollen ganz konkret wissen, was soll ich machen. Und das kann ich dir mitgeben, wenn ich dich kenne und dann können wir auch schauen, ob wir diesen Weg gemeinsam gehen, ob du diesen Weg dann alleine gehst, das ist dann dir überlassen, aber auf jeden Fall stehst du schon mal wesentlich besser da, wie jetzt aktuell. Und warum die Shows nicht nutzen, wenn du sie eben nutzen kannst. Also schau da gerne mal vorbei, www.peterseidel.com, trag dich ein fürs Erstgespräch, fülle ein kurzes Formular aus, dann können wir uns auch schon vorbereiten auf dich. Dann melden wir uns zeitnah und dann, wer weiß, sprechen wir uns schon bald persönlich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter.